Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Üpos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Wir warten noch auf die letzten Teilnehmer, werden aber dann auch zeitnah starten. Das Thema des heutigen Landesupdates, wie könnte es anders sein, wird das Thema Brexit und Co. sein. Sie alle sind ja überschwemmt worden von Medienberichten, sei es in den Tagesthemen, im Heute-Journal, jede Zeitschrift, jede Zeitung, gefühlt, selbst die Fernsehzeitschrift nimmt ja dieses Thema aktuell auf. Und wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen in den nächsten rund 15 Minuten nicht das wiederzugeben, das Sie ohnehin in den Medien verfolgen können, sondern wirklich auf Themen einzugehen, die wir aus der Anlegerperspektive für sinnvoll und wichtig halten, weil diese doch auch nachhaltig bedeutend sind für die langfristige Wertentwicklung in Ihrem Anlageportfolio, respektive vielleicht sogar für die gesamte Vermögensstruktur. Sie werden die Aufzeichnung im Nachgang zugesendet bekommen. Und sofern Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte am Ende, damit wir wirklich den Rahmen von 15 Minuten für all diejenigen halten können, die hier entsprechend kurzfristig durchgetaktet sind. So, wir starten auch direkt. Sie sehen hier die Welt am 23.06. Das war auch die Folie, die wir verwendet haben für unsere Online-Konferenz im Vorfeld des sogenannten Brexit. Und wir haben zwar schon klar, wenn die Briten für einen Austritt stimmen, dann wird es zu einem hohen Maß an Unsicherheit kommen. Und Sie sehen auch die Themen, die wir damals genannt haben, sind auch genau die komplexen Fragestellungen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Es wird darüber diskutiert werden, wie wird die weitere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Großbritannien aussehen. Zum einen natürlich die Grundfrage, wie wird es in Großbritannien überhaupt weitergehen? Innenpolitisch haben wir doch wohl einiges an Querelen vor uns. Es wird viel diskutiert, sogar der sogenannte Exit vom Brexit wird ja teilweise wieder andiskutiert. Auf der anderen Seite wird es auch in der Europäischen Union, also in den verbleibenden Staaten, eine Diskussion darüber geben, wie man jetzt mit den Briten umzugehen hat, ob man eher einen harten Kurs fahren sollte, um andere Staaten von einer Verfolgung einer ähnlichen Strategie abzuhalten oder ob man eher sanfter sein sollte, um das ökonomische Klima nicht noch weiter zu belasten. Also Sie sehen schon sehr, sehr viele Fragestellungen und zum jetzigen Zeitpunkt muss man ganz klar festhalten, dass niemand auf diese Fragestellung eine Antwort hat. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Münzwurf, weil weder klar ist, ob, wann noch wie sich dieser Brexit vollzieht und wenn er vollzogen wird, wie dann die Rahmenbedingungen stattfinden werden. Was ich auf jeden Fall für sinnlos halte, ist dieses ganze Gerede von Weltuntergang, weil wir haben auch andere Länder, die mit der Europäischen Union die entsprechende wirtschaftliche Aktivität betreiben. Wir haben auch immer noch die Möglichkeit, nach Norwegen oder in die Schweiz zu reisen. Also von daher meines Erachtens ist sehr, sehr viel Medienhype dabei. Aber in der heutigen Zeit des Internets und der digitalen Kommunikation brauchen Sie natürlich reißerische Schlagzeilen, damit Sie hier entsprechend geklickt werden. Und Klicks sind heutzutage eben bares Geld, also ein bisschen die Währung des 21. Jahrhunderts. Aber ob diese sogenannten Informationen für Sie einen Mehrwert darstellen, ob der Mensch und sein Gehirn überhaupt in der Lage sind, das so zu verarbeiten, dass es Sie bessere Entscheidungen treffen können, da lege ich mich mal etwas aus dem Fenster und behaupte, nein, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Ansonsten gehen wir noch mal kurz auf die harten Fakten ein. Und dann natürlich das große Thema, was für Verunsicherung sorgt, das ist die Verunsicherung in anderen Ländern, die nun hochkommen. Wir haben das Referendum über das Wahlrecht in Italien, das kommt im Oktober diesen Jahres. Wir haben die US-Präsidentenwahl im November. Da könnte man zwar auch die Worte von Jeb Bush benutzen. Er hat gesagt, in den USA gibt es nicht genügend ungebildete weiße Mittelschicht, die für Trump stimmen und ohne die Stimmen der Frauen und der Mexikaner und der schwarzen Bevölkerung wird es nicht zur Präsidentschaft langen. Aber vorher haben auch viele gesagt, der Brexit wird nicht kommen, wenn man sich viele Facetten anschaut. Also ein großer Verunsicherungspunkt, den es natürlich hier gibt, dass im November dann haben wir die Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland im nächsten Jahr, also im März, April, Mai und im Oktober. Also da passiert schon ziemlich viel im Kern auch der Europäischen Union und den wichtigen Partnern. Und das zeigt momentan auch, dass ökonomische Sachverhalte weniger eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir haben das große Thema, dass breite Kreise der Bevölkerung mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind. Man fühlt sich gefühlt abgehängt und die Probleme, die zugrunde liegen, also die demografische Entwicklung, die uns natürlich Wachstum kostet, wenn die Leute immer älter werden und weniger Jungen nachkommen, der digitale Fortschritt, der
auch Arbeitsplätze verlagert, respektive vielleicht auch reduziert, beziehungsweise auf ein anderes Bildungsniveau hebt. Dazu die Globalisierung, die Arbeitsplätze aus dem Kern Europas in die Welt exportiert hat, sei es nach China, sei es nach Lateinamerika. Das sind unterliegende Faktoren, die zugrunde liegen, die dafür sorgen, dass Reallöhne vielleicht weniger stark steigen oder stagnieren, die zu diesem unverhältnismäßigen Unverteilung von Vermögen führen. Und man braucht natürlich jemanden, auf dem man diesen Ärger darüber fokussieren kann, wenn man die zugrunde liegenden Fakten schwer nachvollziehen kann. Und da bietet sich die EU natürlich mit den ganzen Problemfällen und Konstruktionsfehlern, die hier mit Sicherheit vorhanden sind, natürlich an. Und dementsprechend auch die Umfragen in vielen anderen Ländern zeigen, dass das Zufriedenheitsbild mit der Europäischen Union relativ niedrig ist. Und dass selbst in einer Phase eines allgemeinen Wohlstandes, wie man es ja sagen muss, also betrachten Sie als beispielsweise Deutschland, ich glaube, die größte reale Rentenerhöhung der Nachkriegsgeschichte, auch sonst eine Arbeitslosigkeit auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, aber trotzdem, die Leute sind insgesamt unzufrieden. Auch in Deutschland gibt es je nach Umfrage um die 40 bis ja 45% Befürworter eines EU-Austritts für Deutschland und das ist das große Thema, was die Kapitalmärkte bewegt, weil man eben nicht mehr auf die sachliche Argumentationsebene schaut, sondern auf die emotionale Komponente. In Großbritannien war es ja auch der zweithäufigst genannte Punkt für das Thema Brexit, eben das Thema Immigration. Und das wird ein Thema sein, was uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch bewegen wird. Und von daher, wenn wir uns das hier mal betrachten, dann sehen wir es ganz klar. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Das werden wir sehen. Dauerhafter Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten, das bleibt abzuwarten. Das muss man ganz offen sagen. Warum? Weil natürlich auch die Notenbanken Gewehr bei Fuß stehen, sei es die EZB, sei es die Schweizer Notenbank, sei es die US-amerikanische Notenbank. Also unter diesem Aspekt, die Notenbanken sind da und das Thema Vorbildfunktion, ich hatte das eben schon angesprochen und das hätten wir selbst auch als Thema gehabt. Sie erinnern sich vielleicht an die Konferenz vor 2 Wochen. Selbst bei einem Nein zum Brexit wäre das eines der Themen gewesen, was uns bewegt und wo wir systemische Probleme für die EU, für die Eurozone sehen, eben aus den genannten Gründen. Unzufriedenheit mit der Europäischen Union, eigentlich ausgelöst durch zugrunde liegende langfristige Effekte wie dem Thema Demografie und digitaler Fortschritt und Globalisierung, die sich aber eben in einer allgemeinen Unzufriedenheit ausdrücken. Und man muss sich ja wirklich mal fragen, was soll denn aus der Stimmung werden, auch in Deutschland, wenn wir wirklich mal einen Abschwung haben? Momentan sind wir ja in einem absolut positiven konjunkturellen Umfeld, Steueraufkommen auf Allzeithoch, die Sozialsysteme funktionieren einwandfrei aus Sicht der Transferleistungsempfänger. Wir haben sehr, sehr positive Stimmung in vielen Teilen der Wirtschaft, niedrige Arbeitslosigkeit. Und trotzdem haben wir natürlich am linken und am rechten Rand auch wachsenden Zuspruch. Und die Frage muss wirklich sein, was soll passieren, wenn wir wirklich mal in einen Abschwung gehen und wir wirklich mal über nachhaltige Probleme sprechen. Also das kann einem Angst machen, jenseits der Kapitalmärkte. Und deswegen die Gefahr der Kettenreaktion, Sie sehen es hier. Die ist natürlich gegeben, das dürfen wir nicht ausblenden. Deswegen wird es sehr, sehr wichtig sein, wie die Europäische Union jetzt reagiert, wie die Kommunikation und die Einbeziehung der Bevölkerung durch die Politik erfolgt. Und das Thema finanzielle Bildung und politische Bildung muss meines Erachtens die Reaktion darauf sein. Man hat es ja mehrfach im Internet gelesen. Viele Briten haben erst nach der Entscheidung gegoogelt, was das eigentlich für sie genau bedeutet. Also eigentlich unglaublich in der heutigen Zeit, aber es ist leider so und vielleicht sollten wir auch mal etwas mehr ins Bildungssystem investieren. Ich habe jetzt im Economist gelesen, dass ein Großteil der Befragten, die jetzt hier über das Brexit abgestimmt hatten, da wurde gefragt, was passiert dann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn sie zweimal eine Münze werfen? Also, ne, Sie haben zweimal 50% und 50% von 50% ist dann eine Wahrscheinlichkeit von 25% eines gewissen Ergebnisses. Das konnten aber 2/3 der Personen nicht beantworten. Meine Damen und Herren, was soll man dann dazu noch sagen? Also, schauen wir kurz weiter. Lassen Sie uns rüber Risiko sprechen und das ist auch ein Punkt, der uns wichtig ist, dass Brexit eben kein unerwartetes Event war. Und ich möchte Ihnen das gerne mal anhand einer kleinen Umfrage auch hier demonstrieren. Wir haben verschiedene Arten von Risiken. Zum einen, die Auswirkungen eines Risikoereignisses sind groß bzw. können sehr groß sein. Im nächsten Punkt, dass Risiko-Event hatten wir bisher noch nicht oder ist schwer greifbar. Der Austritt eines Landes aus der EU mit einer solch langen Historie ja durchaus greifbar. Das erinnert so ein bisschen an
den Truthahn, Sie wissen, der Truthahn, der ist aufgewachsen, er dachte, super, der Bauer, ich bekomme jeden Tag lecker fressen, das ist ja ganz toll hier, es ist ganz super, ich stehe jeden Morgen auf, muss nicht viel tun, es gibt super lecker fressen und dann sagt er, ganz toll, was soll schon passieren, das Leben ist schön, na gut, dann kommt eben Thanksgiving und dann ist er eben tot. Also, Sie sehen schon, man muss auch ein bisschen nach vorne schauen und kann nicht nur auf Basis der Vergangenheit Entscheidungen treffen, das gilt besonders für finanzielle Entscheidungen, da das Umfeld finanzieller Entscheidungen, angefangen bei Zinsen bis hin zu Stabilität natürlich heute niedriger ist als in der Vergangenheit. Also das, was sie von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben und das, auf dem viele heute noch Planungen aufbauen, das ist natürlich Nonsens. Weil wenn die Rendite einer 10-jährigen deutschen Staatsanleihe unter Null ist, und wenn die einzige Anleihe in der Schweiz, die vom Staat ausgegeben wurde, die noch positiv ist, eine Laufzeit bis 2050 hat, dann müssen wir uns klar sein, das können sie nicht vergleichen mit einem Umfeld der 80er, 90er und 2000er Jahre. Drittes Risikothema, die Auswirkungen des Risikoereignisses können nicht beeinflusst werden. Klar, ne? Brexit, Sie können es nicht groß beeinflussen. Und das andere ist, das Event tritt plötzlich und unerwartet auf. Und an dieser Stelle möchte ich Sie doch mal im Rahmen einer Kurzumfrage mal befragen, welches der folgenden Szenarien trifft denn aus Ihrer in Ihrer Betrachtung auf den Brexit zu? Also sprich, haben wir Situation 1 und 2 und 3 oder haben wir 3 und 4? Also sind Mehrfachnennungen möglich. Und mich würde einfach mal interessieren, wie Sie das einschätzen, dass es jetzt zum Brexit gekommen ist oder zu diesem Umfrageergebnis. Wie schätzen Sie das ein? Welche Situation war hier entsprechend gegeben? Also eine sehr gute Ergebnisumfrage, muss ich sagen. Wir warten noch, bis zumindest mal 80% gewählt haben. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Übrigens, die Umfrage, die wir vor dem Brexit gemacht haben, zum Ausgang des Referendums war 75% für Nein, es wird nicht zum Brexit kommen und nur 25% für Ja, es wird einen Brexit geben. Damals haben wir auf das Risiko hingewiesen. So, meine Damen und Herren, die Wahl läuft ja nun rund eine Minute. So, 80% haben dann auch mal bald gewählt, aber wir sehen schon, okay. 33% sagen, die Auswirkungen des Risikos sind sehr groß. 92%, das Risiko war bislang unbekannt, schwer greifbar. Und 42%, die Risiken sind nicht beeinflussbar. Und 8%, das Risiko tritt plötzlich und unerwartet auf. Schauen wir es uns mal kurz an. In der Auflösung aus unserer Perspektive, dann sieht es doch letztendlich so aus. Klar, die Auswirkungen des Events können sehr groß sein. Haken dran, das haben auch dem 31% zugestimmt. Wir müssen schauen, wie wir das quantifizieren können. Das Event war bislang unbekannt und schwer greifbar. Ja, definitiv, das war es. 92% von Ihnen stimmen hier zu. Und die Auswirkungen können nicht beeinflusst werden. 38% stimmen dieser Umfrage hier entsprechend zu. Und nur 8% sagen, das Event tritt plötzlich und unerwartet auf. Und das nehme ich sehr, sehr positiv auf, weil das muss man ganz klar sagen. Vieles, was uns die Medien und auch Analysten heute sagen, war, das Event war plötzlich und unerwartet. Und aus unserer Perspektive war es das definitiv nicht. Es war erst recht kein sogenannter schwarzer Schwan, also etwas, was man nicht erwarten durfte. Und Sie sehen hier ein unerwartetes Event. Das war es mit Sicherheit nicht, weil uns war klar, wann wird das Datum sein, über was wird abgestimmt. Die Handlungsalternativen waren auch zu 100%. Die Handlungsalternativen waren auch zu 100% bekannt. Jetzt bekomme ich hier gerade die Mitteilung, dass das Bild eingefroren ist. Also nochmal kurz von vorne. Unerwartetes Event? Nein, weil es war ja klar, dass abgestimmt wird. Die Handlungsalternativen dieser Abstimmung waren ebenfalls zu 100% bekannt. Also auch ja. Und im letzten Schritt, die Auswirkungen waren die absehbar? Ja, meine Damen und Herren, Abstimmungsergebnisse waren auch zu 100% klar, qualitativ. Also uns war klar, der Aktienmarkt wird runtergehen, das Pfund wird abwerten, sichere Häfen wie Bundesanleihen oder Staatsanleihen und Gold werden gesucht werden und Anlagestrategien, die auch auf fallende Kurse oder steigende Verunsicherung setzen, die werden positiv partizipieren. Also sprich, es war ein Event, was natürlich vom Ergebnis nicht klar war, aber die Auswirkungen für den Fall Alternative A oder B, die waren sehr klar. Und dementsprechend war es kein schwarzer Schwan.
Beispiel für Risikomanagement, auch das habe ich Ihnen mal mitgebracht, ist leider auf Englisch, weil wir uns natürlich in einer sehr englischsprachigen Welt bewegen hier in der Finanzplanung und der Vermögensverwaltung. Aber hier mal ein Ausschnitt aus einem exemplarischen Anleihefonds, den wir sehr stark in den Portfolios einsetzen, um globale Anleihen aktiv managen zu lassen. Und hier sehen Sie, was die Jungs getan haben vor dem Event. Man hatte die Abhängigkeit vom britischen Pfund sehr stark nach unten genommen. Man hat darauf gesetzt, dass das Pfund gegenüber dem US-Dollar abwertet. Man hatte Anleihen in der Euro-Peripherie, Spanien und Italien hat man eben abgebaut, weil auch man davon ausgehen konnte, dass wenn es zum Brexit kommt, wir über Ansteckungseffekte auf die Peripherie, auf das Thema Euro und Eurozone sprechen werden. Man hat darauf gesetzt, dass der Euro gegen den US-Dollar schwächer wird. Auch hier die Herleitung, glaube ich, ziemlich klar. Man hat darauf gesetzt, dass man eher die Liquidität nach oben schiebt. Also Sie sehen schon, Risikomanagement ist in diesen Zeiten natürlich extrem wichtig und dieses Risikomanagement kann Ihnen natürlich auch helfen, in schwierigen Zeiten eine vernünftige Wertentwicklung hier entsprechend zu kreieren. Wir haben Ihnen das mal mitgebracht aus einem Portfolio, was nur Ansätze einsetzt, die darauf setzen, dass die Märkte nicht kontinuierlich steigen, sondern eine Strategie, die darauf setzt, dass man eben auch mal ein bisschen mehr tun muss und man muss ein bisschen rudern. Man kann nicht nur den Rückenwind der Märkte mitnehmen, sondern muss auch mal darauf reagieren können, dass es schwieriger wird. Und das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Hier das Ergebnis am 27.06. Warum der 27.06.? Am 24.06. hatten wir die Auswirkungen an den Kapitalmärkte. Die Fonds werden tendenziell mit einem Tag Verzögerung in der Preisstellung veröffentlicht und Sie sehen hier das Ergebnis, das Tagesergebnis, wo sind wir hier? 27.06. minus 0,2%. Also, was will ich Ihnen damit sagen? Risikomanagement, Sie haben es gesehen, ist ein permanenter Prozess. Schauen wir uns kurz die Wertentwicklung am 24. Juni an. Die zeigen es auch sehr, sehr deutlich. Wir haben die Abgaben gesehen, gerade in der Peripherie, Spanien, Italien, der Banken- und Versicherungssektor dort sehr, sehr stark betroffen. Auch der Euro Stoxx 50. Ja, viele Finanztitel enthält ordentlich im Minus und auch der deutsche Aktienmarkt, Sie haben es gesehen, mit rund 7%. Also insgesamt, dass auch die Schlagzeilen durch die Medien gehen, weil natürlich das sind große Zahlen, damit können Sie die Leute beeindrucken, so nach dem Motto 3 Billionen Euro an Vermögenswerten vernichtet. Das sind tolle Schlagzeilen. Man muss aber auch sagen, die Börsen sind auf ein Niveau gefallen, wo sie eine Woche vorher ohnehin schon waren. Also sprich, es gab so eine starke Marktbewegung nach oben, weil man dachte, der Brexit kommt nicht. Und dann wurde diese Erwartung, nachdem die Wahl rum war, wieder zurückgenommen und der Markt fiel wieder auf das Niveau zurück, wo er vorher war. Das heißt, wenn Sie eine Woche nicht in Ihr Depot geschaut haben, ist gar nichts passiert. Aber mit dieser Message können Sie natürlich in den Medien eine Schlechtbewegung und Klickraten erzeugen. Was hat profitiert? Auch das ganz klar im Rahmen der Erwartungshaltung. Gold natürlich nach oben gegangen, amerikanische Staatsanleihen nach oben gegangen, deutsche Staatsanleihen nach oben gegangen. Und Sie sehen schon auch der Ausschlag unterschiedlich groß und das soll nochmal hervorheben, wie wichtig es ist, bei Absicherungen gegen unerwartete Risiken und Ereignisse nicht darauf zu setzen, dass Sie das vom Timing perfekt hinbekommen. Das funktioniert nur in Marketingbroschüren, sondern es geht wirklich darum, permanente Verlustabsicherungen und Möglichkeiten der Risikostreuung und der Vermögensdiversifikation permanent im Portfolio zu halten. Ich zeige Ihnen nochmal eine Grafik. Das ist ein gestreutes Portfolio aus 50% globalen Aktien. Oder aus gestreuten Aktien global und Anleihen global, ohne Währungsabsicherung. Da sehen Sie ja das Ergebnis am 24. Juni, das Portfolio mit 70% Anleihen, die sind massiv gestiegen. Da sind die Anleihen stark angestiegen, deswegen das Portfolio sich hier positiv entwickelt. Meine Frage, die Kollegin sagt mir gerade, haben Sie noch allen guten Ton? Okay, die Audioverbindung wurde wohl kurz hergestellt. Das sind die Tücken der Technik. Also, was will ich Ihnen hier noch zeigen, weil Sie das nicht in der Zeitung lesen? Sie sehen hier die Entwicklung eines Portfolios. Globale Aktien und globale Anleihen ohne Währungsabsicherung. Wir fangen links an. 30% Anleihen. So, jetzt müssten Sie das Bild auch alle sehen. Sorry, die Technik hing wohl kurz an dieser Stelle. Also, globale Aktien, globale Anleihen, hier 30% Aktien, 70% Anleihen. Sie sehen, die Entwicklung hat sogar ein Plus gemacht an diesem Tag, also am 24. Juni. Und je mehr Aktien man dann drin hat, also die offensive Variante mit 70% Aktien und 30% Anleihen, hat 0,7%
Minus hier entsprechend produziert. Nochmal Minus von 1,13%, also roundabout knapp 2% an diesen beiden kritischen Tagen. Aber meine Damen und Herren, damit können Sie natürlich keine Schlagzeilen machen. Und jetzt sehen Sie auch den Grund, warum wir im Thema Risikostreuung davon sprechen, dass es wichtig ist, Vermögenswerte global zu verteilen. Eben genau für solche Events. Und niemand von Ihnen und niemand von uns kann sagen, dass ein nächstes solches Event nicht in Deutschland stattfinden wird. Ja, Sie haben viele Themen, die kratzen immer mal so an der Oberfläche, die Probleme in belgischen Atomkraftwerken an der Grenze. Wir haben das Thema AfD in Deutschland. Wir haben viele, viele Themen. Und vielleicht haben wir auch mal ein solches Ereignis in Deutschland. Und deswegen muss es so sein, dass Ihre Vermögenswerte global gestreut sind. Wenn Sie auf die Währungskomponente rausnehmen und Sie möchten die Währung permanent gegenüber dem Euro absichern, dann sind die Wertentwicklungen etwas schlechter, weil dann haben sie nicht den positiven Effekt, der durch eine globale Währungsstreuung noch dazukommt. Aber auch diese Ergebnisse sind natürlich weit davon entfernt von dem, was man hier für den DAX entsprechend letztendlich gesehen hat. Ja, meine Damen und Herren, das sollte die Botschaft an dieser Stelle gewesen sein. Wir werden Sie natürlich auch weiterhin begleiten bei diesen Themen. Aber an der Stelle, uns ist wirklich wichtig, nehmen Sie ein solches Ereignis nicht dazu, die Funktionsweise der Kapitalmärkte zu hinterfragen. Die Kapitalmärkte sind in vielen Fällen, auch wenn sie mal kurzfristig ein bisschen irrational sind, was daran liegt, dass Menschen Entscheidungen treffen und Menschen sind eben auch emotional, dass die Kapitalmärkte ihre grundsätzliche Funktion der globalen Verteilung und der Übernahme und Streuung von Risiken durchaus gerecht werden und dass jeder Kapitalanleger heute die Möglichkeit hat, verschiedene Zukunftsszenarien passend für seine eigene Vermögensstruktur sauber und effizient hier abzubilden. Das muss die Botschaft sein. Und aus meiner Perspektive gilt heute ganz klar, wer sich nicht bewegt, der verschlechtert den Grad seiner Risikostreuung. Früher haben Sie sich bewegt, um mehr Rendite zu verdienen. Heute müssen Sie sich bewegen, um den Grad der Risikostreuung auf einem angemessenen Niveau zu halten. An dieser Stelle der offizielle Teil beendet. Deswegen werde ich auch die Aufzeichnung an dieser Stelle anhalten. Und wir werden jetzt noch auf entsprechend hier Ihre Fragen eingehen. Allen anderen danke schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und Entschuldigung für die kleine Überziehung. Aber ich hoffe, Sie haben die wesentlichen Punkte mitgenommen.